Hey Freunde, wir sind hier in Dortmund bei der Tiergalerie und wir machen hier Interviews mit den ein oder anderen und ich stelle den Leuten Anime-Fragen. Mal gucken, was die dazu so sagen. Ich habe jetzt hier zwei Anime-Fans neben mir. Die? Jasmin. Leonie. Wer ist dein Lieblings-Husbando? Jo. Wer ist Jo? Von Attack on Titan. Wer ist das? Kennst du den nicht? Der. Ja. Kennst du den nicht? Ich habe Attack on Titan geguckt, ich bin aktuell, aber kein Plan. Hast du das nicht richtig vernünftig geguckt? Doch. Folgen übersprungen. Nein. Ich habe einfach alles von ihm. Ich habe ein Bodypillow, eine Pappfigur, richtig viele Bilder, LED-Licht. Bist du nicht so ein bisschen übertrieben? Nein, passt schon. Noch normal. Noch normal? Ah ja, okay. Dein Lieblingshusbando? Naruto und Eren. Findest Naruto attraktiv? Ja, ich habe von ihnen auch ein Bodypillow. Vom mein Wissen heraus, will ich jetzt als Mädchen Sasuke attraktiv finden. Ich mag keinen Uchiha außer Shisui. Krass. Ich habe jetzt wieder zwei Anime-Fans neben mir. Einmal den Dodox, den wir schon kennen von der Comic-Con. Hallo. Hast du schon mal Hentai gesehen? Ja. Hast du? Ja. Wie alt bist du? 13. Wann hast du geguckt? Abo. 12. Rührreif. Hä? Wie, Ob ich schon mal geguckt habe? Ja. Die Frage ist, wer nicht. Wie alt? 13. Okay, wild. So heftig war ich noch nicht in meiner Jugend. Frage. Den mit drauf. Ja, komm. Wollt ihr vielleicht auch ein Interview? Wir wollen mit drauf. Wir nicht, wir wollen nur mit das Foto. Ah, okay. Ist kein Foto, ist ein Video. Ach, ist ein Video. Ja. Genau. Schaust du Anime? Ja, ja, One Piece. Ja, ich mir super. So, seid ihr auch Dortmund-Fan? Hä? Waffi! Waffi. Stark. Stark. Welchen Arc bist du? Welchen Arc? Ich bin jetzt bei der letzten Folge. Ich habe die letzten zwei Serien nicht geguckt. Sonrot eine dicke Nase. Ich bin Zorro. Loro no Zoro. Aber wir gucken Dortmund morgen. Heute. Kommt rein, Junge. Viel Spaß. Ciao. Ich hasse Danzo. Es gibt keine Person, die ich so sehr hasse wie ihn. Er ist schuld, dass Itachi dieser ganze Scheiß aussehen. Ich war so happy, als er ja, Mann! Ja, Mann! Tot! Er fühlt es komplett stark! Ich hasse Danzo. Wie kann man so leben? Wie kann man mit dem dritten Hokage so gut? Wie können die so sein, wenn Danzo einfach noch gehört? Ich verstehe es nicht! Er fühlt es sich stark. Ich habe hier neben mir den James. Okay, dann mache ich jetzt mal ein kleines Anime-Quiz mit dir. Ich werde spieß durchfallen, ich weiß es einfach. Nein, du hast Ahnung, Bruder. Ich werde nicht vergessen, Namen. Wie heißt die stärkste Frau in Fairy Tail? Jetzt Ersa Scarlet oder Mira Jane? Richtig. Ersa, wie viele Dragon Balls gibt es auf der Erde? Auf der Erde 7, auf Planet Namek nochmal 7 und nochmal in Universum 7 und in Universum 6 7 Super Dragon Balls. Er kennt sie aus. Welche Aussage ist falsch? Der siebte Hokage ist der Vater von Boruto, der siebte Hokage hat ein Bijou in sich oder der siebte Hokage hat rote Haare? Hokage hat rote Haare, die Aussage ist falsch. Richtig. Wer ist Konin Edogawa? Shinichi Kudo, der durch eine Pille geschrumpft wurde. Von den Männern in Schwarz. Worum geht es in Jujutsu Kaisen? Flüche, Dämonen oder Geister? Flüche. Treiben halt Flüche mit Fluchenergie aus und der Hauptcharakter verprügelt die immer. Natsus Fähigkeit ist? Feuerdrachenmagie. Er rasiert alles. Von wem bekam Ruffy seinen Strohhut? Von Shanks mit den roten Haaren, der auch kurz nachdem er ihm den Strohhut gegeben hat, seinen Arm verloren hat. Oder zum Glück haben wir hier nicht gesagt, dass es um Geld geht. Er hätte alles gewonnen. Wie heißt der Freund von Asuna? Kirito. Oder Kasuto Kirigaya. Kirito habe ich gezählt. Welchen Super Saiyajin schafft es Son Goku bis zum Ende von Dragon Ball Z? Am Ende von Dragon Ball Z geht er bis zum Super Saiyajin 3. Manche würden jetzt sagen, Super Saiyajin 4 zählt noch dazu, weil er ja die allerletzte Folge spielt, ja so gesehen nach GT noch. Aber ob man das jetzt so ganz wertet, ist eine andere Sache. Warum bist du hierher gekommen? Weil ihr mich gefragt habt nach einem Interview und ich mir so dachte, Anime? Interview? Klingt geil. Ich habe hier ein paar Cosplayer getroffen in der Stadt mit Rikimaru. Einmal Dabi, Katsuki, Shota Aizawa, Tomura Shigaraki. Wie findet ihr Hisoka? Oh Gott! Pervert! He's so pervert. I don't like him! Daddy. Man, ja, schon so ein bisschen sus, ne? So Freunde, wir haben hier wieder einen Anime-Fan. Hallo. Wie ist dein Name? Dennis. Schaust du Hentai? Ja. Du weißt schon, dass das deine Mom vielleicht sieht. Ja, na und? Hast du schon mal Boku no Pico gesehen? Ja, leider. Aber auch mehr oder weniger nicht freiwillig. Wurdest gezwungen? Ja, mit einem Freund, der hat mir das in der Stadt gezeigt. Jojojo. Bist du zu Ende geschaut? Nein, zum Glück nicht. Hey, ich habe hier einen Anime-Fan neben mir und das ist die? Finja. Dein Lieblings-Husbando? Bakugo. War das sind meine Fragen? Hey Freunde, wir sind hier im Manga-Mafia in Dortmund. Ich habe hier den... Flo, hi. Welcher ist dein Lieblings-Anime erstmal? Hunter x Hunter oder Attack on Titan. Sofort sympathisch. Hey Freunde, wir sind hier im Manga-Mafia-Laden in Dortmund und ich habe hier neben mir den... Timur. Und Arthur. Wie würdest du den hier nennen? Irgendein Name. Lightmaster. Lightmaster. Aber ist ein cooler Name. Ist schon ein cooler Name. Den habe ich irgendwo mal gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist doch der aus Demon Slayer. Und wie hieß er? Bin ich
dein Tipp? Tee? Tan? Tan? Nee, weiß ich nicht mehr. Tanjiro. Richtig. So schaut wahre Freundschaft aus. Hey Freunde, ich bin jetzt hier im Manga Mafia in Dortmund und habe hier die Merde und die Emma. Und ich muss euch einfach mal fragen, welchen Anime-Charakter hasst ihr? Sakura. Hast du einen Grund dafür? Sie ist nutzlos, ne? Aber sie hat Naruto geholfen. Ja, ja. Es ist schwierig. Und Sakura in Boruto? Keine Ahnung. Also was das angeht, ich habe Boruto, glaube ich, nie wirklich zu Ende geschaut. Also kann ich dazu nicht wirklich groß was sagen. Bei dir? Guren. Was heißt Surf of the Guren? End. Ich mag ihn einfach ich nicht. Ich mag ihn voll. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Freundschaft zerbricht. Dann zeige ich dir jetzt mal ein paar Bilder. Ja, Bilder. Nicht von mir, keine Angst. Und du sagst mir, welcher Charakter das ist, okay? Wenn du den Namen nicht kennst, ist egal. Denk dir einen Namen aus. Wer ist das? Abo, keine Ahnung. Sag, wie er heißt. Keine Ahnung. Sag einen Namen. Auf jeden Fall nicht Zack. Ich bin einfach einen Namen, den du denkst, was du passt. Genau. Tiken? Tiken? Ist auf jeden Fall von Hunter. Von Hunter? Der ist von Hunter? Nee, das ist... Der ist von Hunter, Freunde. Kennt ihn. Tanjiro's Demon State. Richtig. Erster Punkt. Nein, Spaß, es geht nicht um Punkte. Ich dachte, du hast Hunter gesehen. Ja, aber ich habe das vor einem Jahr geguckt. Wer ist das? Ich habe das überall in TikTok gesehen, aber keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe nie den Anime gefunden. Okay, sag Namen. Fängt mit K an. Kilo? Hä? Du hast doch Hunter gesehen. Wie kann das dann auch Killua sein? Ja, die Haare. Nein, es geht. Viele Anime-Charakter haben weiße Haare. Keine Ahnung. Einfach einen Namen. Ich sag alles falsch. Egal, einfach einen Namen. Einfach einen Namen, der nicht schon in Hunter war. Keine Ahnung. Mir fällt keiner ein. Egal, irgendwas. Caillou. Caillou? Ist Caillou. Caillou. Okay. Wie heißt er? Ken Kaneki aus Tokyo Ghoul. Richtig. Okay, wir machen last bei dir, okay? Wer ist das hier? Bitte. Fängt mit L an. Lee. Wie Lee? Ja, ich kenne den auch nicht. Okay, also. Wer ist das? Light aus Death Note. Light Yagami, genau. Ich habe den Film geguckt, aber nicht das Anime. Ja, aber wieso kennst du den dann nicht? Du hast ja jetzt schon ab 18 Filme gesehen von Anime, Hentai. Hm. Anime oder Hentai? Hentai. Er sagt Hentai. Achso, war das eine Frage zwischen den beiden? Ja. Achso, Anime. Achso, ich dachte schon, was bringst du hier für einen Kollegen mit? Ich weiß nicht. Ja, Anime. Wie viele Hentais hast du schon gesehen? Zu viele. Was ist da passiert? Ja, was halt in Hentais so passiert? Deine Lieblings-Waifu? Ich hab absolut keine, ich weiß nicht, ich kann mich da nie entscheiden, gibt zu viele. Also definitiv nicht Sakura, ne? Wer Sakura nimmt, der kriegt von mir eine Backpfeife bis zum Mond. Nee, Netsuko fühle ich gar nicht. Hisoka? Ja, klar, Junge, Hisoka! Vor dem habe ich Angst, der verfolgt mich nachts. Ich hab das Cosplay dabei. Anime-Waifu habe ich tatsächlich nicht, nein. Deine Angst nimmt dich ein, dieser Reis geht vorbei. Mit der Zeit, bis du dich von ihr befreist. Hast die Schlinge um den Hals, der Kampf ist nicht leicht. Nicht mehr lange und schon bald ist es mit dir vorbei. Deine Angst nimmt dich ein, dieser Reiz, es geht vorbei. Mit der Zeit, bis du dich von ihr befreist. Hast die Schlinge um den Hals, der Kampf ist nicht leicht. Nicht mehr lange und schon bald ist es mit dir vorbei.